Guten Morgen, Leute. Willkommen zu einem neuen Video. Ja, es ist schon 0:08 Uhr, aber das stört nicht. Ich habe jetzt gerade mal eben meine Alus fertig gemacht und ich bin Stufe 50,5, habe mir eine neue Waffe gegönnt, die ich im Laden gefunden habe. Ja, die Pilze sinken wieder, aber das stört nicht. Ich hole mir auf jeden Fall wieder neue, denn ich habe immer noch vor, hier weit vorne mitzuspielen. Also hier, oh, man sieht ja, oh, verdammt. Das ist gut hier. Das ist ziemlich viel Seelenlicht hier vorne. Ja. Und einige Suchtis, die wirklich zu viele Pilze haben, hier so wie Zipfel, sind jetzt Stufe 62. Also da muss man schon wirklich verdammt viele Pilze ausgegeben haben. Und ich bin ja auch schon nicht gerade wenig an Pilzen, finde ich jetzt jedenfalls. Also ich weiß nicht, wie das bei euch aussieht. Jedenfalls mehr gibt mein Geld nicht her, sage ich mal so. Mehr kann ich mir wirklich nicht leisten. Und aber einige können das anscheinend doch. Ja gut, wenn man arbeiten geht, dann geht das aber. Naja, es ist und bleibt ein Browser-Game. Aber gut, er ist eben Stufe 62. Der hat, Moment, Zipfel hat jetzt 43 Dungeon-Etagen. Das ist wirklich unglaublich. Ich habe 29. Der hat einfach mal 14 mehr, oder? Warte, wie viel hat er jetzt? 43, oder? Ja. Oh Mann, und deswegen dachte ich mir, ich schaffe jetzt auch noch so 1, 2, 3, 4 Stück. Wahrscheinlich nur einen, aber mal sehen. Ich gebe ein paar Pilze aus, mal sehen, was sich daraus machen lässt. Ich habe den Dungeon-Schlüssel auch noch gefunden in der allerletzten Quest. Das war ziemlich viel Glück. Aber die Klapper-Kobra ist schon so ein bisschen stark. Gut, egal. Wir versuchen erstmal hier gleich das Höllenwesen. So, vielleicht schaffen wir das ja auch. Aber Moment mal. 70. Ungeheuer weiß ich jetzt gerade gar nicht. Ich glaube 76. Schattenalligator ist aber 68. Wir versuchen erstmal den Schattenalligator. Der müsste eventuell noch ein bisschen eher liegen. Stärke Gegner sollte kein Problem sein. Wir probieren ihn ein paar Mal. Dürfte nicht so einfach sein. Ein paar Pilze dürfte der schon kosten. Ich hoffe mal, es dauert nicht allzu lange, aber mal sehen. Vielleicht lässt er sich ja doch ein bisschen eher legen, als ich denke. So, nun komm schon. Na, komm, Alligator. Braves Tierchen. Jawoll! Ja, war doch gar nicht mal so lange. Hat sich ja noch gelohnt. Stufe 51. Und jetzt geht's hier weiter. Pirat John Nightingale ist, glaube ich, auch ein Stärkegegner. Genau. Sehr schön. Den machen wir auch noch. Ja, gut. Ah, verdammt. Ich habe auch noch geschafft. Und auch sogar mit relativ wenigen Pilzausgaben. Sehr schön. Klapperkobra ist aber 72, ne? Ja, 72. Moment, der war jetzt wie viel? Der war doch auch schon irgendwas mit 70, ne? Ja, ich probiere mal ganz kurz Klapperkobra. Mit dem hübschen Item. Das Epic Gear habe ich eben gerade bekommen. Ich weiß gar nicht, im dritten Dungeon meine ich. Hier, als ich den hier, den vorletzten, den letzten da gelegt habe, den irgendwas mit, war jedenfalls ein stärker Gegner mehr, weiß ich jetzt auch davon schon nicht mehr. Gut. Klapper Cobra ist wirklich schon eine harte Nuss. 1000 Ausdauer. Ich habe gerade mal knapp 400. Das ist auf jeden Fall ziemlich schwer. Und ist auch gerade mal so, wie viele Stufen? 21 Stufen über mir. Ja, mehr ist das ja nicht. Aber gut, das kann ich jetzt nicht hoffen, dass ich die auch noch schaffe. Das wird wohl eher nicht. Oh, ja, gut. Hätte doch was werden können. Hätte, hätte. Skillen wir noch ein wenig Geschick. Ey. Ja gut, Gilde könnt ihr jetzt eh sehen. Ach, ist mir jetzt egal. Mal gucken, ob ich es jetzt ausblende oder nicht. Ist mir jetzt eigentlich egal. Wir sind voll ausgebaut, beim Lehrmeister jedenfalls, und ist auch egal, ob ihr das seht oder nicht. Mein Gott, ist mir jetzt auch wirklich Wayne, das könnt ihr ruhig sehen. Interessiert das sowieso keinen mehr. Wir sind sowieso relativ mit Abstand die beste Gilde, denke ich jetzt mal. Ungeheuer 76, genau, das schaffe ich auf keinen Fall. Das brauchen wir gar nicht probieren. So, Höllenwesen aber. Stärkegegner, sehr gut. Stärkegegner, jawohl. Was für ein Epic bekomme ich? Das schreibt ihr in die Kommentare und mal sehen, ob ihr es richtig getippt habt. Und nicht wieder erst das Video gucken und dann in die Kommentare schreiben. Das ist langweilig. Man muss auch schon ein bisschen mitraten. Das ist sowas wie Lotto jetzt. Achso, genau. Ich sag mal, ich krieg, was sage ich denn mal? Handschuhe, diese Fledermaus-Handschuhe. Ich weiß nicht, ob ihr die kennt, aber das sind solche blauen Handschuhe, meine ich. Ich denke mal, dass ich die bekomme. Ich weiß es ja, wie gesagt, auch noch nicht. Ja, komm, Höhlenwesen. Du bist auch nicht so viel stärker als der Schattenalligator. Und den habe ich auch geschafft. Also, komm. Okay, wir suchen mal ganz kurz im Laden. Moment, nach Stiefeln brauche ich nicht. Stiefel brauche ich nicht. Stiefeln, ja. Im Zauberladen gucken wir. Eindeutig. Aber sowas von eindeutig.
Direkt was gefunden. Geschick kaufen wir auch mal ganz kurz. Und ein Item kann ich mir noch leisten. Ach du Scheiße. Wäre das ein Geschick-Item? Ich würde mich sowas von freuen. Aber sowas passiert mir natürlich nicht. Ja, komm schon. Habe ich noch ein bisschen Glück heute? Habe ich noch ein bisschen Glück? Geschick 101. Oh Gott. Das wird ja mal besser hier. Das nehme ich jetzt aber auf jeden Fall. Kann ich das direkt verkaufen? Dann kann ich das reinpacken und das auch wieder verkaufen. Jetzt aber ein Item noch. Komm schon. Und nicht wieder ein Extra. Nicht wieder ein Extra. 78 brauche ich nicht. Nee. Ausdauertrank oder was anderes. Ich gebe noch 5 Pilze aus, maximal hier. Mehr nicht. Danach gebe ich mich geschlagen. Ja, immer noch nichts. Gleich noch ein Pilz. Und was bringt der? Ach ja, ich kann auch schon Epics im Laden jetzt finden. Nur mal so zur Info. Jetzt macht das Blättern auch wieder ein bisschen mehr Sinn. Gut, leider nichts. Würde ich sagen, verskillen wir den Rest einfach noch. Da ich einfach die letzten Tage ziemlich viel gespendet habe, denke ich, dass ich das mal machen darf. Dafür spende ich ja halt meine nächste Alu wieder komplett. Und dann passt das. So, da auch noch zweimal. Und ich könnte auch noch einen Arena-Kampf machen. Moment, hier können wir auch noch ein bisschen was spenden. Spenden nicht. Skillen. So, Arena-Kampf. Wie sieht's aus? Machen wir mal. Gegen. Sparkly Cake. Habe ich dann auch irgendwas? Machen wir mal jemand anderes. Warkill, weiß ich gar nicht, ob ich den schon angegriffen habe. Ich glaube schon, ja. Yoshi 16 habe ich noch nicht angegriffen. Genau, den nehmen wir mal. Greifen wir an und bekommen wir was. Sehr gut. 80,18%. So muss das laufen. Und jetzt können wir auch den Dungeon versuchen. Das müsste jetzt möglich sein. Wieder Gilde, sehr gut. Wo war es jetzt hier? Höllenwesen, genau. Also wie gesagt, ich sag Handschuhe, Fledermaus, Dingensen, ne? Was ihr sagt, müsst ihr in die Kommentare schreiben. So, sorry Leute, da ist gerade mein Camtasia abgestürzt. Macht nichts, den machen wir jetzt trotzdem noch. Ich hoffe mal, ich schaffe ihn. Bitte, komm schon. Warte, habe ich das Epic drin? Ne, habe ich gar nicht. Moment, dann ändern wir das mal ganz schnell. Epic ist hier doch ganz sinnvoll. Komm schon. Komm schon. Ach, verdammt. 17 Pilze maximal gebe ich noch aus. Danach ist wirklich Ende Gelände. Na? Ende kommt schon. Das Höllenwesen muss doch irgendwie liegen. Na, komm schon. Ich sag, ich schaff's in drei Versuchen. Eins. Zwei. Und jetzt schaffe ich's. Verdammt. Doch nicht gut. Man kann ja mal sein Glück auf eine Probe stellen, aber klappt dann doch wieder nicht. Und nun komm, ich will es jetzt eigentlich noch schaffen. Das ist eigentlich total möglich, das Höhlenwesen. Vor allem jetzt, da ich noch neue Sachen bekommen habe. Aber ich krieg's irgendwie nicht hin. Ich weiß nicht warum. Komm, jetzt noch ein paar Pilze. 10 Stück maximal. Komm schon, bitte, bitte. Nein. 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 Ich will das jetzt noch schaffen. Ich will das jetzt schaffen. Diese ganzen Versuche sind alle unnötig. Ich musste das eigentlich schaffen. Komm schon. Ich will ein Epic bekommen. Ich gebe jetzt einfach so viele Pilze aus, bis es liegt. Gut, nee, bis maximal 500. Also mehr wirklich nicht. Aber so viel stärker ist es doch gar nicht. Also. Ich habe eben schon schwerere Gegner geschafft. Deswegen wundere ich mich jetzt ein bisschen. Was mache ich denn hier falsch? Das gibt's doch gar nicht. Seltsam. Ist der Endgegner einfach so stark? Glaube ich jetzt nicht. Ich habe Tränke drin, ich habe ganz gute Items, wenn auch nicht die besten, aber es ist auch egal. Hey, nun komm. Boah, das ist ja wirklich krank, ey. Okay, es will einfach noch nicht, es will einfach noch nicht, ey. Verdammt.
Was haben wir denn sonst noch hier? Klapperkobra ist 72, Geschick. Und fieser Monsterhase ist 82. Kann ich völlig vergessen. Und Klapperkobra, wie sieht es jetzt mit der aus? Hier wenigstens irgendwas möglich. Ich glaube auch nicht. Meine Güte. Das ist echt unmöglich, warum ich die nicht schaffe. Ich verstehe es gerade gar nicht. Ich probiere es nochmal mit dem Geschick-Item. Vielleicht klappt es dann ja nochmal. So, komm, 10 Pilze noch. Die 10 finalen Pilze. Verdammt, ey. Das Ausweichen spielt eine große Rolle. Gut, letzter Pilz und ich schaff's nicht. Schade. Ach, ja. Ey, was ist das denn für ein Event? Das kenne ich noch gar nicht. Was ist denn das jetzt für ein Event? Warte mal, ist hier irgendwas im Laden anders? Nee, ne? Das kenne ich jetzt wirklich noch nicht. Ich frage mich gerade, was das ist. Magie-Event oder Epic in der Taverne oder ich weiß jetzt gerade wirklich nicht, was das ist. Wir werden es wohl gleich rausfinden. Wahrscheinlich ist es irgend so ein spezielles Silvester-Event. Ich gucke mal gerade im Forum nach. Und ihr kommt natürlich mit. So, das Forum lädt ja wieder total schnell. Lass mal ein bisschen laden. Das ist anscheinend gerade irgendwie. Ja, jetzt haben wir es so. Ne, da steht nichts drin. Seltsam. Ich wüsste gar nicht, wie das Event jetzt heißt. Oder was das bringt. Oder allgemein, was das ist. Wir schreiben mal hier rein, komm. Ich habe ja Zeit. 12 Minuten geht das ja erst, mein Gott. Ach, wir gucken auf die anderen Server im Laden. Da habe ich auch noch nicht nachgeguckt. Ah ja, und ich wollte noch ganz speziell an dem User danken. Und zwar Mr. Apfeljunge heißt er, glaube ich. Ich gucke mal ganz kurz auf YouTube, ob ich den hier irgendwo finde. Bei Posteingang. Da ist genau hier Mr. Apfeljunge. Und wofür ich ihm danke, ist ganz einfach. Der hat mir auf S14 eine 10 € Paysafe-Karte gesponsert. Das ist wirklich verdammt nett von dir, denn jetzt werde ich auf jeden Fall ein paar mehr Dungeons schaffen. Also vielen, vielen Dank dafür. Ihr könnt ja mal auf seinem Kanal vorbeischauen, ihm danken und so weiter. Denn dank ihm kommen jetzt auf jeden Fall mehr Shakes and Fidget-Videos von Server 14. So, im Laden wieder nichts, ne? Ja, toll. Nix da, nix da, nix da. Ja, wenn ich jetzt wüsste, was das hier für ein Event ist. Hier ist es ja auch schon aktiv, ne? Ach, besonders viel Erfahrung. Ach so, ja gut, ich dachte schon, ob der Wirt mir nicht irgendwas sagen kann. Okay, also es gibt auf jeden Fall besonders viel Erfahrung jetzt dieses Wochenende. Das heißt wohl, es gibt jetzt hier verdammt viel Erfahrung für meinen Alter. Seht ihr das? 10er Quest, 2.164.100 Erfahrung. Das nenne ich wirklich mal sehr gute Erfahrung. Gut, wenn wir schon dabei sind, machen wir den nächsten Dungeon auch noch gleich. Ich kann ja zumindest mal versuchen. Ich gucke mal kurz für 5, 6 Pilze im Laden, ob ich irgendwas finde. 700. Ne, da habe ich eine bessere Waffe. Das ist ja wirklich nett, ein XP-Event. Das ist wirklich nicht schlecht. Da lohnt es sich mal 300 Alus zu machen. Also das lohnt sich dann wirklich. Ja, hier gibt es anscheinend noch nicht wirklich was Tolles. Nee. Und noch ein Pilz im Zauberladen. Mal gucken. Hier irgendwas Spannendes. Nein. Nein. Gut. Dann würde ich sagen, verskillen wir mal alles hier. Ich weiß jetzt gerade gar nicht, welcher der nächste Gegner ist, deswegen ich lasse mich einfach überraschen. Komm schon, auf 200.000 kommen wir. Schade, nicht ganz. Nee.
Arena-Kampf. Komm, nee, Quest kommt gleich dran. Gegen Nusskuchen, nee, das ist in meiner Gilde. Gegen Anziek oder wie der auch immer heißt. Oh, der hat einige Epics, die ich eventuell noch nicht habe. Das wird lustig, mal gucken. Schauen wir uns den Kampf mal an. Oh, er macht einen Crit. Ich habe auch einen Crit gemacht. Er macht noch einen Crit. Ich mache auch einen Crit. Und er macht noch einen Crit. Ja, gut. Gucken wir mal. Ach, das ist hier der, wie heißt der denn? Der, genau, Schlangenmensch, Geschickgegner. Könnte spannend werden. Könnte. Muss aber nicht. Doch, meine Epics sind eigentlich ganz hilfreich. Oh. Ja, das ging jetzt relativ schnell, muss ich jetzt schon sagen. Packen wir mal die Intelligenzwaffe rein und gucken, was der nächste Dungeon sagt. Crit. Crit. Nee, überleben. Scheiße. Einen Pilz noch dafür ausgeben, danach ist Ende Gelände. Ja, gut, das wird nichts mehr. Aber gut, ein Dungeon geschafft mit ziemlich wenig Pilzen. Vielen Dank, Mr. Apfeljunge. Du hast mir wirklich geholfen. Wie man sieht, die Pilze bringen Glück. 108 Dungeons gereinigt und ich bin zufrieden. Gut. RTL 2 war ich auch noch hier. Genau, RTL 2 auch noch mal kurz im Laden gucken. Ich habe ja Zeit. Ich habe ja Zeit. 267. Verdammt viel Rüstung. Das nehme ich. Das nehmen wir. Zauberlader dann gar nichts, aber gut. 261. Nee, das nehme ich noch nicht. Aber gut, dafür ist unsere Gilde jetzt hier wieder voll besetzt. Wir haben einen Gildenkrieg, das ist auch sehr gut. Das war, ich glaube, das ist die Gilde, die uns angegriffen hat. Das heißt, es wird verdammt spannend. Aber die werden wahrscheinlich gewinnen, also ich denke mal, weil die haben jetzt schon über 100er hier direkt am Anfang. Ich überspringe das alles mal ein bisschen, bis hier bei uns die 100er kommen. Oder die 120er, was weiß ich. Ja, das ist wirklich. Ja, die ziehen uns da einige Leute ab, also. Das dürften die ziemlich leicht gewinnen. 150 ist der jetzt schon. Nee, das schaffen wir nicht mehr. Nee. Die sind uns ein bisschen überlegen, also sonst gut. Jetzt kommen wir uns schon gleich die letzten, ja. Hans Sapa ist ja schon, ja. Das dürften wir nicht mehr schaffen, ne. 165. Da müsste Mr. T den jetzt ganz alleine legen. Ne, das schafft natürlich nicht. Jeff auch nicht mehr. Kai auch nicht mehr. Und Hans Sapa dürfte es auch nicht mehr schaffen, ne. Ne, 181, ne. Oh Gott. Gut. Aber ansonsten läuft es wirklich sehr gut in unserer Gilde. Wir haben gleich noch einen Gildenkrieg, den dürften wir gewinnen. Und wir sind wieder, wie gesagt, 50 Mitglieder, voll belegt. Und wir können ja auch mal kurz im Dungeon was nachschauen, ob hier irgendwas im Bereich des Möglichen liegt. Ich denke mal, der schreckliche Dämon dürfte doch schon bald liegen. Ja, drei Pilze ausgeben. Und. Nee, leider nicht. Gut, machen wir auch eine Quest zum schönen Event hier. Auf allen zu. Oh, kein Reittier. Sehe ich so gerade. Gut, jetzt aber. 500.000, 600.000. Boah, ist das geil. Und ich habe noch ein paar Server vergessen, oder? Nee, passt schon. Nee. Die US-Server haben ja noch keine neue Ware, von daher bringt das ja noch nichts. So, jetzt muss ich mal ganz kurz überlegen. Nochmal Dungeon versuchen oder nicht? Ein Pilz und 200 Gold. 2 und 6.000, ja. Die nehme ich gleich. So, komm, einmal Dungeon noch versuchen. Das ist jetzt wirklich letztes Mal. Arena-Kampf auch nochmal. Komm, gegen Myst. Müsste ich gewinnen? Ja. Und im Sammelalbum noch etwas. Sehr schön. Vielen Dank, vielen Dank, vielen Dank. Ach, immer noch nichts gehen, egal. So, 10-mal, maximal. Bitte. Ich kann sonst nichts mehr tun.
Sonst hat das ganze Raten keinen Sinn. Mist. Ah, komm schon, bitte, 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 bitte. Ich will dich schaffen, ich will dich schaffen. Ich will es unbedingt. Ich will es ganz unbedingt. Nein. Schade, schade. Hat nicht geklappt, aber gut. Also, wie gesagt, dank nochmal Mr. Apfeljunge. Dank ihm kommt das oder ist das schöne S14-Video gerade gekommen. Wirklich sehr nett von dir, wirklich. Vielen, vielen Dank. Und dann haben wir hier die 20 Minuten voll. Ich würde sagen, ich verabschiede mich und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder, wenn es wieder heißt Shakes and Fidget. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Ach ja, und guten Rutsch ins neue Jahr. Nicht, dass ich das hier noch vergesse. So.